Im Moment bin ich bei Snohetta Studio Innsbruck. Das ist ein Architekturbüro und ich bin da im Office, Office Assistant. Also ich war sonst früher Lehrerin und habe mich aber dazu entschlossen, mich beruflich neu zu orientieren. Und habe zuerst eine Grafikausbildung gemacht und mir dann gedacht, ja, Eventmanagement wäre schon was Tolles. Und in Tirol hat es dann nicht stattgefunden, 2 Jahre hintereinander. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache das jetzt in Wien. Also ich muss sagen, neben dem Job ist es so, schon ein bisschen stressig. Vor allem dann natürlich, wenn die Diplomarbeit kommt und die Präsentation. Aber so generell war das schon machbar, einmal im Monat, nicht jedes Monat. Ja, aber durch das, dass ich aus Tirol komme, war es schon ein bisschen aufwendig. In Wien ist es sowieso gut machbar. Also dadurch, dass es eben in Tirol nicht stattgefunden hat am Wifi, habe ich gegoogelt und dort bin ich auf die ESB gekommen und die hat da sehr gute Bewertungen gehabt. Und war dann die Einzige im Endeffekt, die es auch angeboten hätte. Die Gründe waren, dass es eben nebenbei sehr gut zu machen war und dass es sehr praxisnah ist einfach. Ja, ich glaube, es ist eine sehr vielfältige Ausbildung, weil jedes Seminar von einem anderen Referenten gehalten wird und die kommen aus den verschiedenen Bereichen und es findet immer in einer anderen Location statt. Also ich habe nicht so viele besuchen können, weil ich eben aus Tirol immer angereist bin, aber natürlich in Salzburg bin ich hin zum Hangar 7, Sport und Talk im Hangar 7, das war sehr cool. Die Sendung und eben auch der Hangar, wo ich davor noch nie war. Und das Zweite, was auch lässig war, war in Kitzbühel beim Hahnenkammrennen. Also nicht direkt eine Woche davor haben wir eine Führung gekriegt, das war toll. Mitnehmen tue ich, dass man mutig sein soll und die Sachen einfach machen soll. Also das Seminar mit dem Sven Klaassen, das hat mir sehr gut gefallen, weil das war einfach, das hat so einen Drive gehabt und war so interessant und er ist einfach ein guter Typ. Aber auch die Marie-Louise Prinz, das hat mir gut gefallen, weil sie hat viele so Schwänke aus ihrem Leben erzählt. Ich finde, da lernt man dann oft am meisten als bei der ganzen Theorie. Ja. Spannend. Abwechslungsreich, neue Einblicke. Also prinzipiell finde ich das cool, weil vor allem durch, wenn man nicht in Wien wohnt, lernt man dann mehrere Bezirke in Wien kennen und auch eben Veranstaltungsorte. Was ist mal speziell? Das Film Quartier ist mir speziell in Erinnerung, weil es war ja einfach eine ganz spezielle Location. Also was mir eben total gefallen hat, ist die Sendung im Hangar 7. Da wäre ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen. Dann ja, das Seminar mit der Luise Prinz war sehr nett. Den würde ich schon weiterempfehlen, eben weil er sehr praxisnah ist und man Einblicke in verschiedene Bereiche bekommt.